Schalte die Zündung deines Autos aus. Zieh die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So einfach ist es, zum Luftfilterkasten zu gelangen und den Filter zu wechseln. Löse das Magnetventil aus seiner Halterung, indem du es nach oben schiebst und leg es zur Seite, damit es dich nicht beim weiteren Vorgang stört. Mit einem Flachschraubenzieher löst du die beiden Halteschrauben auf beiden Seiten vom Flansch des Luftfilterkastens. Zieh die Filterhalterung zu dir hin und dann nach oben, um den Luftfilterkasten herauszunehmen. Vergleiche den neuen Filter mit dem alten, um sicherzustellen, dass sie identisch sind. Entferne den alten Filter und schieb dann den neuen in die Halterung. Bevor du die Halterung wieder einsetzt, ist es wichtig, die Verschmutzungen im Luftgehäuse gut zu reinigen. Schieb das Ganze nach unten in den Luftfilterkasten. Drück dann auf die Halterung, um sie in ihrer endgültigen Position zu blockieren. Schraub die beiden Halteschrauben wieder an. Vergiss nicht, das Magnetventil wieder in seine Halterung zu setzen. Und fertig!